So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Beyond Two Souls. Ich bin euer Micha Snake. Ich bin euer Gerudo. Und wir spielen jetzt Obdachlos. Okay. Ich habe zwar noch ein Dach über dem Kopf, aber. Du, ich auch, aber es steht halt da, was sollen wir machen? Ja. Ja, was Ich war dann ist. als Jody, du war dann als Aiden Richtig. und. Ja, wir wissen mittlerweile immerhin, dass wir adoptiert wurden. Ja, und dass es ein Portal gab zur Dimension von Aiden, Zur Infrawelt. zur Infrawelt. Wir sind mittlerweile obdachlos, nachdem wir gejagt wurden. Sind wir jetzt Ja. obdachlos? Toll. Der Nicht Ladebildschirm ist schlecht. etwas lang, ne? Also es kann sich bloß um Stunden handeln. Ah, jetzt. Wir haben was. Gut. Na gut, mal wenigstens noch mal Revue passieren lassen. Richtig. Das schneit schon wieder. Aber der Schneemann hat wieder krass Das ist gemacht. der Hammer. Fand ich das mit dem bei Heavy Rain mit dem Regen und so, fand ich es viel besser jetzt als hier. Also mit den Scheiben ja schon. Na gut. Und Spuren hinterlässt er auch gar nicht. Er schwebt. Naja. Das ist so platt gedrückt, dass einer nichts mehr hinterlässt. Oh je, da sitzt man ja. Ja gut. Oh, da schon zu kämpfen hat. Oh, oh, oh. Noch kann ich nichts machen. Jetzt. Okay. Es ist sehr kalt und sehr verschneit. Ja. Vermuten wir mal. Und es scheint wirklich am Ende zu sein. Ich glaube, es ist einfach mal die Straße lang. Ja, mach mal. Bis jetzt war noch mit nichts hinterher. Ich hab alles zu. Oh, doch, das Ah, Telefon. Telefon kann jemand anrufen. Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Wer ist überall? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Wer ist überall? Kopf, oder? Gute Frage. Tja. Ist auch niemand auf der Straße. Ja gut, wer ist bei dem Pisswetter auch draußen? Ja gut. Wir. Ja. Okay. Oh! Diese Existenzen schon wieder. Kurz Ladehalten. Hallo, wir liegen auf der Straße. Alter, das ist ein Siege. Und schmeckt die Geister doch vertreiben. Immerhin. Ja, die kommen aber schon wieder. Der Typ soll uns schnell finden. Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Straße. Ja, allerdings. Na also. Aber die scheinen noch zu leben, was er abgebracht hat. Naja.
Also wenn sie, weiß nicht, ob sie was gegessen hat. Ja. Das ist wahrscheinlich auch schwer. Ingeschlagen sein. Ja. Jody, nein! Wir träumen. Ja, aber entweder schlafen oder wir laufen. Komm schon. Trink. Das ist was für eine Mission? Aber woher weißt du das? Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Jody, nein. Nee. Ja, in dem Raum. Ja. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Okay. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Ja, warum eigentlich nicht? Vorsicht, heiß. Ist auf Reis. Geht. Wir haben Handschuhe. Er auch. Trotzdem hat er den Finger weggezogen. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ganz so weit, kann ich die Wahrheit sagen. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Hm? Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Wahrheit wäre schlecht. Lüge. Mein Ex-Freund war... Er hätte mich umgebracht. Also ich musste da einfach weg. War eine gute Entscheidung. Lieber auf der Straße leben, als dass dich jemand grün und blau schlägt. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Würde ich auch mal sagen, Lüge, ne? Besser ist. Meine Eltern. Die leben in New York, also. Ich könnte wieder dahin zurück. Ja, gut. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Jo. Gut, Hände waren schon immer gut. Ja, auf jeden Fall. Ah, ja, nicht nochmal. Gleich nochmal. Ich wollte mich nur umgucken. Laufe ich jetzt erstmal. Ah, Stan. Toll, jetzt stehe ich auf und setze dich wieder hin. Ich bin sehr sozial. Danke. Kennst du die anderen? Nein. Toll, man bedankt sich nicht. Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Ups, armes Ding. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also hab ich's. Kein großes Ding. Vielleicht anderen würden wir so irgendwas antun. Ja. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Boah, wenn man zu Frau bestellt, sicherlich kann ich schon aufschmissen.
Wahrscheinlich. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Na gut, dann uns auf jeden Fall noch. Danke, Stan. Ja. Ja. Nein, ich gehe nicht nochmal an die Heizung. Wir schauen uns erstmal um. Dann findet man noch irgendwas. Wir? Ja, oder du? Nichts machen. Ich finde es gut, dass man gleich erkennen, wenn man lebt. Oder hat so einen kleinen Kumpel oder so. Nein, da ist. Oder da ist was. Da ist ein Geist. Sieh, sieh. Ein Bild. Sie sieht aus, als würde sie etwas sagen. Wie ein Geist. Muss du nochmal hin, wahrscheinlich. Ja. Als Erinnerung. Ansonsten haben wir nichts. Nichts groß. Na ja, gut. Ganz gut. So, jetzt mach's richtig. Ich mach's richtig. Sehr schön. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Stan. Okay. Das sah fast aus wie die Stiefmutter von mir. Ja, irgendwelche Tests, vielleicht kann uns Stan ein bisschen was davon sagen. Ah, oh. Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine. Wahrscheinlich eine Krankheit oder so. Meine Frau. Nancy starb an Leukämie vor 4 Jahren. Woher weißt du das? Nein, ich. Nur so ist nicht so wichtig. Gut, jetzt wissen wir das auch. Und mehr machen können wir jetzt auch noch nicht. Na, gehen wir zu der anderen Seite. Hinten noch, glaube ich. Weg. Sind wir doch schon was? Recht dunkel. So. Du bist ja am Zittern. Nimmst du Drogen? Nein. Toll. Nein, 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 nein. Das ist es nicht. Schwer zu erklären. Na, dann lass es doch. Spaß dir. Damit das klar ist. Ich hab keinen Dope und ich hab keinen Bock auf den Scheißdreck. Nein. Nein, das ist also jetzt aber. Okay, das ist die Wahrheit. Lass uns helfen, dann zu anfangen. Allerdings. Gut, dann lassen wir mal die Finger von dem Weg. Ja. Nee, nicht schon wieder voll. Hi. Nee, aber hi. Auch nichts machen. Hm. Den da hinten soll ich wegbleiben, halt mal. Ja, egal. Ja. Ja, aber wir können uns jetzt schon nicht leiten, das. Können wir aiden. Noch das bisschen auch nichts machen. Na gut, mal jetzt angucken können. Das auch noch. Und da. Na, genau das gleiche. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja! Ja, nee. Preise den Herrn! Da haben wir was. Willkommen in unserem magischen Königreich, mein Lieber. Was ist das? Messe. Schön. Nee, aber. Hm.
würde eigentlich noch gerne weiterspielen. Okay, also sehr, sehr, psychisch ist es schon drauf. Psychisch sehr am Ende. Vielleicht kann man draußen noch was machen. Müllton. Wir sind auf jeden Fall am Highway. Da müssen wir aufpassen, dass man da runterspringt. Ah, ich wusste es. Ja, nein. Nee, wir wollen das Spiel nicht so schnell beenden. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Hm? Wir suchen es doch wieder. Das ist aber doch freundlich. Wir haben Schlimmeres als Drogen. Richtig. Wir haben Geister und ja, wandelnde Leichen. Oh ja. Also Muten irgendwas wollen? Spinner oder was? Mittlerweile ja. Achso, das Spinner. Das ist der Obdachlos. Lecker. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Ja gut, ein paar laufen ja mittlerweile rum. Ja. Ich bin am Verhungern. Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Ich bin nur Max Drehen. Oder ich. Oder du. Die Leute unsere Tasche ziehen oder so. Ja. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Geh jetzt an einem anderen Platz so machen. Warum denn einen anderen Platz? Dem da gleich Geld aus der Tasche ziehen. Kannst du da was machen? Pass auf. Noch nicht, gleich. Noch nicht. Verdammt. So schlecht aus, oder? Welche Autos? Leute, hier ist Geld klar. Ist eigentlich die feine Art, aber wir wollen auch irgendwie überleben. Ja, 5 Straßen ist für wenig, oder? Für 4 Leute? Kommt drauf an. Beim Subway reicht. Ja gut, schauen wir mal. Wir können uns in die Bank setzen. Ein bisschen Schleichwerbung, wir können auch zu McDonald's gehen. Oder Burger King? So komme ich alle durch. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wo geht ihr am besten Fastfood essen? Ja, da kann man nichts machen. Ja gut. Auf der andere Straßenseite, ne? Ja, ich suche gerade den Platz, aber da hinten ist auch kein Pappendeckel. Keine Pappendeckel. Hm, Hörner klingt gut. Wärme. Oder doch Pizza? Gut, aber das ist jetzt auch nicht an Geld. Ist denn das? Gegen den anderen Ende der Straße oder so. Sicher. Ich hab gesagt, wenn's ihm nicht passt, soll er gehen. Naja, drüben lag auch schon Deckel bereit. Da liegt auch einer. Ja. Und ein Edding. Kannst du selber draufmalen? Anklagt. Ich wäre nett gewesen. Nett bringt nichts. Such dir einen Job, du Schnurrer! Was passiert mit mir? Okay, das ist nicht, was ich wollte. Aber das war einfach nur falsch drauf geschrieben. Deswegen hätte ich nett genommen. Hättest du bei nett reagiert? Weiß ich nicht. Gut, dann jetzt machen die das. Ich schon wieder. Telefonieren soll ich. Hey, du, da geht was. Oh. Das ist ja gar kein Telefon. Hör doch mal. Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Ja, rein rechtlich. Nee, ich sagen, nee, aber.
Nein, ich wollte doch X drücken. Dass du immer so lang brauchst. Ja, ich wollte so zwar so scheiße. Kann ich nochmal ran? Ja, gucken wir noch was. Kommandogrenzen. Da hängt immer noch das Geld. Nimm's dir jetzt. Ja, aber es geht nicht. Ich gehe in den Automaten rein. Vielleicht in den Zeitungskiosk knacken oder so. Jo. Ich nehme was mit. Noch irgendwann schauen wir was. Wenn du schon einen Geist besitzt und der bietet dir Geld aus dem Geldautomaten, dann nimm es einfach. Ja, wollte ich ja, aber hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Na gut, hinten hat es nichts mehr. Wir kriegen vielleicht noch was. Okay. Gehört nicht zu uns. Telefon zurück, da kriegt man auch noch was raus. Et voilà. Et voilà. So. Ja. Wieder zurück. Ja. Not macht erfinderisch. Das müsste man eigentlich bald alles abgegrast haben. Hey Baby! Oha. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Oh je. Wir können den Typen vielleicht ausnehmen. Also. Leichtes Geld, Schätzchen. Allein für deine wunderschönen Lippen. Oh. Na lecker. Lass mal bleiben. Oh. Genau. Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht. Irgendwas für mich? Betteln, nicht bei mir hier. Bitte. Bitte, es ist so kalt. Und ich... Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Ist doch schlecht. Vielleicht kann man die Cops ausnehmen. Ja gut. Ja, auf jeden Fall, bevor wir weiter auf der Geldsuche sind, würde ich sagen, brechen wir vorerst mal ab, weil wir haben schon wieder eine Runde vorbei. Ja, auf jeden Fall. Das geht ruckzuck bei dem Spiel. Ist auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. Und mal schauen, wie wir uns durchschlagen werden. Ja, vielleicht finden wir tatsächlich nochmal einen Geldautomat, wo unser lieber Gerudo dann auch endlich rechtzeitig mal reagiert. Zugreift, anstatt dass das Geld einfach nur liegen lässt. Wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, in was für Fastfood-Läden ihr gern geht. Und vor allem, was hättet ihr gemacht? Ja, richtig. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr das Geld liegen gelassen oder hättet ihr es eingeschoben? Also ich hätte es wahrscheinlich eingeschoben. Wahrscheinlich auch, ja. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Together Beyond Two Souls. Richtig. Ich bin euer Gerudo. Ich bin euer Micha Snake. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.